Ich unterstütze den Europäischen Aktionstag zur Stärkung der Industrie, weil ich überzeugt bin, dass die Industrie das Rückgrat der Wertschöpfung und damit von Wachstum und Beschäftigung in Europa ist. Wir müssen mehr in Innovation stecken, wir müssen die Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickeln und wir müssen natürlich die Ressourceneffizienz stärken. Alles das bringt auch Wettbewerbsvorteile im globalen Wettbewerb. Und wir wollen natürlich, dass die Arbeitsplätze, die industrielle Kern in Europa erhalten bleiben und nicht sonst wo auf der Welt sich niederlassen. Deswegen alle europäischen Instrumente, sei es das Forschungsrahmenprogramm, sei es die europäischen Strukturfonds, sei es die Frage der zur Verfügungstellung von Risikokapital, nutzen, um die industriellen Kerne zu stärken und in ihrer Innovationskraft weiterzuentwickeln.